sind in Ascholding. Ascholding gehört zur Gemeinde Dietramszell und liegt 35 Kilometer südlich von München. Urkundlich erwähnt wurde Ascholding gegen Ende des 8. Jahrhunderts. Heute leben dort ca. 1000 Menschen. Mit Bus und Bahn sind sie in 1,5 Stunden in Ascholding. Wir haben Bürgermeisterin Leni Gröbmeier getroffen. Die Jungs, die Ascholding mit dem Dartfieber angesteckt haben, waren im Barockjuwel St. Leonhard und haben Lamas ausgeführt. Wir waren echt überrascht, wie viele unterschiedliche Themen wir in Ascholding vorfinden. Und heute kommt noch mal was ganz anderes dazu. Denn hier wird geklopft, gespritzt und geformt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute in einer Kunstgießerei und das ist wahnsinnig spannend. Kommen Sie mal mit. So Karl, was macht ihr hier? Wir sind eine Kunstgießerei. Mhm. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Modelle, die die Bildhauer in Ton oder in Wachs oder in welchem Material auch immer gemacht haben, dass das in Bronze oder Aluminium oder Messing gegossen wird. Mhm. Also das heißt, es kommen aber wirklich, ihr macht es nur Kunst hier? Genau. Nicht irgendwelche Maschinenteile genau. Oder ja, sowas, ne? Wir sind eine reine Kunstgießerei. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel sowas genau. Hier? Genau. Wie das funktioniert ist der Teil von einer größeren Plastik. So bringt es der Künstler? Genau, das ist aus Gips. Mhm. So hat er das modelliert. Mhm. Wir machen dann eine Negativform davon. Eine Silikon-Negativform, genau. Da ist das Silikon, ist der Abdruck von... Der exakte Abdruck von diesem Modell, der negative Abdruck. Aber das heißt, ihr macht hier das Silikon außenrum oder wie funktioniert das? Ja, wir das bauen da so, erst einmal eine Auflage aus Ton. Ja. Da wo die Teilung ist, die sieht man ja, da sieht man ja die Linie, die da entlang läuft, die ist von der Silikonform, von dem Bauen von der Silikonform. Das ist ungefähr mittig, man teilt es mittig ab, damit man dann die zwei Hälften schön auseinandernehmen kann wieder. Dass sie die vom Modell lösen. Wenn es Unterschneidungen gibt, dann muss man das ausformen mit Gipsstücken. Dann wird es komplizierter, aber das ist eine relativ einfache Form. Und dass man das jetzt mit Silikon macht, ich meine Silikon, wie lange gibt es denn schon Silikon? Früher hat man das in Leim gemacht. In Leim. Mhm. Genau, früher hat man aus Knochenleim die Schicht, die, also diese, das ist ja nur eine Schicht. Mhm. Und früher hat man diese Schicht eben aus Knochenleim gemacht, die war dann meistens so 2-3 cm dick. Der Leim ist elastisch, ähnlich wie das da, wie ein Silikon, nur der wird nach 2 oder 3 Tagen, also der wird im Laufe der Tage trocknet der, dann wird er wieder brüchig hart und dann wird er richtig hart. Der wird brutal hart. Und das ist nicht so gut, das ist genau, gut, wenn das Silikon so weich bleibt halt dauerhaft weich. Ja, das heißt, der Bildhauer könnte jetzt aus dieser Form mehrere Abgüsse machen. Das ist der Vorteil. Genau, und bei einer Leimform, die kannst du nach 5 Tagen, da kannst du den Leim wieder einschmelzen, kannst ihn wiederverwenden, das ist der Vorteil vom Leim natürlich. Okay, und wie geht das jetzt weiter? Jetzt hat man diese Silikonform und genau. Dann? Und jetzt pinseln wir Wachs in diese Silikonform, also erst in eine Hälfte, dann in die andere Hälfte, pinseln wir eine Schicht von 2 mm ungefähr heißes Wachs, damit alle Konturen schön abgedrückt werden oder abgebildet werden. Und dann, also ganz vereinfacht erklärt, dann... Ja. Also beide Hälften sind mit 2 mm Schicht ausgepinselt. Dann schneidet man das, was überschüssig ist am Rand, was man drüber gespritzt hat, schneidet man wieder ab. Ja. Dann nehmen wir die 2 Hälften zusammen und schütten das Ganze nun mal auf mit einem Wachs, das schon so weit abgekühlt ist, dass es anfängt, der Haut zu ziehen. Mhm. Das lassen wir dann so 10 Sekunden oder 15 Sekunden in der Form. Dann schütten wir es wieder raus. Und dann hat sie nur mal eine Schicht von, ich sage jetzt einmal, 3-4 mm angelegt, an die 2 mm. Ja. Und dann habe ich insgesamt eine Schicht von 5-6 mm
Und das ist dann die spätere Metallstärke. Okay. Also das Wachs ist der Stellvertreter fürs Metall. Mhm. Und das heißt ja Wachsausschmelzverfahren, weil das Wachs später in der Form, in der Feuerfestform ausschmilzt. Mhm. Und dann bleibt der Hohlraum zurück, in den später die Bronze gegossen wird. Mhm. Mhm. Und dann habe ich praktisch die gleiche Metall, die gleiche Stärke. Oder ist das zum Beispiel sowas? Da sieht man schon, dass das Wachs drin ist. Da ist das Wachs drin. Da ist das Wachs drin. Und der Hohlraum, den ich dann habe, den muss ich natürlich dann auch ausfüllen mit der Feuerfestmasse. Das heißt, in diesen Hohlraum schütte ich dann so ein... Gips wieder oder was? Ja, das ist so eine Mischung aus Gips, Ziegelsplit, Wasser. Ja, ja. So ganz einfach gesagt jetzt. Das härtet noch Viertelstunde aus ungefähr. Und dann habe ich innen feuerfestes Material. Dann habe ich das Wachsmodell. Mhm. Und dann, wenn das ausgehärtet ist, nehme ich die Silikonform wieder weg und habe dann das Modell da liegen oder da stehen. Das sieht dann eigentlich so aus, genau, da ist dann nur noch dieser Spalt oder genau, wo man dann, weil das wäre jetzt auch noch ausgefüllt mit Gips wieder, mit dieser Form. Das ist eine spezielle Geschichte, da wird so, die Form jetzt zerlegt. Das ist ein Teil, das wird später angebaut und drum ist da jetzt keine Kernmasse drin. Sieht man das irgendwo? Wie das, oder was steht denn hier noch so rum? Was ist das da? Härtet da was aus? Na, das ist schon komplett gefüllt mit der Kernmasse. Ah, genau, das ist jetzt ganz gefüllt. Und da ist aber noch das Wachs drin. Da ist das Wachs schon drin in der entsprechenden Stärke, also mit 5, 6 mm. Der Hohlraum ist aufgefüllt mit Feuerfestmasse. Ja. Und da oben habe ich das einfach so gemacht, damit, wenn man das umdreht, dann kann man es auf diese Fläche stellen, kann dann die Gipsschalen wegnehmen, Silikon wegnehmen und dann steht das Ding da. Mhm. Und dann kann ich mich um die Außenkonturen wieder kümmern, weil die Kontaktstelle zwischen den zwei, also da, wo die zwei Silikonformen zusammengehen, die zwei Hälften, habe ich immer eine Naht. Und die Naht muss dann wieder wegretuschiert werden in Wachs und angeglichen werden an die Oberfläche. Und dann konnte ich anfangen. Das hört sich sehr aufwendig an. Und das muss dann auch alles immer noch aushärten und so weiter, oder? Muss immer wieder auch stehen, oder? So wie jetzt hier wahrscheinlich. Dauert immer eine Weile. Ja, das dauert nicht lange. Nee, also die Masse, die ist in einer Viertelstunde, ist die fest. Ja. Wir schauen mal eine Runde weiter hier. Nach einer kurzen Unterbrechung. Wir sind in Ascholding und besuchen die Kunstgießerei, die ihren Ursprung beim berühmten Bildhauer Heinrich Kirchner hat. Mittlerweile betreibt seine Enkelin Nicola Kirchner mit dem Bronzegussmeister Karl Schnappinger den Betrieb. Und Karl zeigt uns heute alles. Also das ist jetzt schon Bronze, oder wie? Das ist schon, auch so nach genau. Gips aussieht. Wir haben gestern gegossen. Ja. Und so schauen die dann aus, wenn die aus der Form kommen. Der Laie stellt sich das, wenn er sich überhaupt irgendwas vorstellt, dann stellt er sich vor, dass die Bronze so also nach dem Guss kommt, wie man sich Bronze vorstellt, also mit so einem Goldton. Ja, genau. Aber es kommt so raus. Genau, das kommt so raus, da ist eine Oxidschicht drauf. Natürlich die ganze, da ist dann noch vieles von der Formmasse drauf. Ja. Und das sind die Kanäle, wo es reingegossen wurde. Das Metall wird, also das war mal alles Wachs. Mhm. Alles, was man da sieht, das war Wachs. Die Anguskanäle waren aus Wachs. Das ist im Ofen alles ausgeschmolzen. Und in den Hohlraum gießen wir dann die Bronze. Die läuft dann, wir schütten da oben rein, logischerweise. Ja. Und dann läuft die Bronze erst da runter und geht dann im Schuss in den unteren Bereich des Gusses und dann steigt es innerhalb der Form nach oben und wird immer wieder versorgt von steigenden Kanälen, die dafür sorgen, dass einfach die Form kontrolliert gefüllt wird. Und jetzt wird dann im Nachhinein das natürlich alles abgeschnitten oder diese ganzen... Das wird alles abgeschnitten, das ist dann der Job von einem Ziseleur. Ah, das wird nicht mehr der hier dafür gemacht, zuständig, doch, das machen auch wir. Und der ist dafür zuständig, dass... die ganzen Anguskanäle, die Nägel müssen gezogen werden, das muss zugeschweißt werden. Die Nägel sorgen dafür, dass der Kern, wenn das Wachs ausgeschmolzen ist, eine Verbindung nach außen hat. Mhm. Also dass der Kern, also das Innere der Form, das innere feuerfeste Material, dass das, wenn das Wachs ausgeschmolzen ist, nicht irgendwie rumwackelt in der Form, sondern richtig in Position gehalten wird. Boah, das ist deswegen, wirklich... Dafür sind die Nägel und die müssen gezogen werden, die Löcher werden dann zugeschweißt. Die Anguskanäle werden abgeschnitten und dann muss das Ganze wieder angepasst werden an die, an die restliche Fläche. Ja. Damit und das der authentisch. Ofen, ist das leer? Wo ist der Schmelzofen? Da werden die Formen getrocknet. Ja. Da kann man dann die große Haube hinfahren. Wenn der Ofen voll ist, hängt man das Teil ein und kann es hinfahren und absetzen.
verschließen. Da das ist der Schmelzofen. Der ist aber auch immer noch, weil gestern gegossen wurde, ist der immer noch warm. Ja. Sieht man da noch was? Ja, also kommt auf jeden Fall ganz warm raus. Da unten ist ein Sockel und auf diesen Sockel stellt man diese Ziegel. Dann kommt die Flamme rein und zirkuliert um den Ziegel rum und sorgt dann dafür, dass die Bronze geschmolzen wird. Und Bronze hat einen Schmelzpunkt zwischen 900 und 1000 Grad, je nach Legierung. Und gegossen wird es dann ungefähr bei 1100 Grad. Unglaublich. Und draußen höre ich, da wird jetzt sowas dann abgespritzt. Genau, die werden jetzt gereinigt, die Güsse. Mhm. Da wird das Innere rausgespritzt und außen wieder einigermaßen sauber gespritzt. Dann schneiden wir die Anguskanäle weg. Und dann, ab da ist es dann die Arbeit von einem Ziseleur, der die dann bearbeitet. Mhm, da schauen wir auch mal raus, wie der das gerade abspritzt. Ja. Wir schauen einfach mal zu. Also das ist jetzt einer der ungeliebtesten Jobs bei uns, weil man halt einfach furchtbar dreckig wird. Ja, und nass. Genau, nass und dreckig. Und wenn das Wetter so ist, wie es heiß ist, ist es doppelt unangenehm. Ja. Und die ganzen Figuren oder Skulpturen, die da stehen, die werden heute da noch abgespritzt, genau. Oder? Ja, genau. Und das Schwierige ist immer, das innen rauszubringen, also den Kern. Ach, das ist ja ziemlich mühsam. Das ist ja noch gefüllt im Moment. Genau. Ja. Aber da wird es jetzt dann. Lange genau, da muss er rein und immer weiter stochern, bis alles draußen ist. Das kann man auch nicht mit Wärme machen, das muss man einfach mit Struck. Genau, ja. Früher haben sie das alles mit Meißeln und mit Stangen händisch rausgemacht, aber das ist so mühsam. Da kann man jetzt schon fast froh sein, dass es so was gibt. Und dann entstehen also diese Skulpturen, die hier auch jetzt, die man hier so sieht. Genau. Ja. Und aber ich habe aber genau, das muss man dann alles noch abschneiden. Genau. Wie macht man denn das dann? Mit der Flex? Mit der Flex. Das schneidet man mit der Flex ab und dann muss man mit Fräsmaschine oder mit der Schrubbscheibe das glätten, bis ich das Niveau der umgebenden Oberfläche erreicht habe. Und wenn es dann eine bewegte Oberfläche ist, dann muss ich oft dann nur mit einem Funzen das Ganze ein bisschen hinmodellieren. Mhm. Aber das ist ja, da sieht man ja wirklich jede Feinheit. Ja, das ist ja, da hat die richtigen Stoff reingearbeitet. Der Stoff, der drückt sie dann richtig ab, also der wird dann richtig abgebildet. Das ist auch so ein Rippgewebe. Ja, sieht wirklich schön aus. Ja. Und die ist aber jetzt auch noch richtig schwer, weil die noch gefüllt ist. Genau, da ist der Kern noch drin. Der Angus ist noch dran, aber meine wird trotzdem 20 Kilo haben, wenn alles weg ist. Auch immer noch. Und wie viele Jahre machen Sie das hier schon? Also ich mache das insgesamt seit 1980. Seit 1980. 1980 habe ich eine Lehre gemacht. Und zum Kunstgießer, oder wie heißt das? Ja. Es gibt keine eigene Ausbildung für Kunstgießer. Sondern einfach. Man macht die theoretische Ausbildung in der Berufsschule. Also man macht die gleiche Ausbildung wie die Industriegießer. Und dann. Achso, das kommt von hier, das ist gar nicht der Schnee. Und genau, und dann habe ich 87 oder 88 meine Meisterprüfung gemacht und bin 96 hierher gekommen. Und seitdem mache ich das selbstständig mit der Nicola zusammen. Genau. Ja, vielen Dank für den Einblick. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so viel aus der Kunstgießerei hier in Ascholding. Morgen gibt es eine weitere Folge aus Ascholding. Machen Sie es gut. Wiederschauen.